Hallo zusammen, heute mal wieder ein Video aus der Reihe Debian und seine 1000 Zwerge. Und zwar möchte ich euch heute CNX vorstellen, ein Betriebssystem, ja wie hier steht und ich zuerst dachte, es basiert wirklich auf NixOS, unser Nix-basiertes Betriebssystem, ist aber so nicht ganz richtig, denn es basiert auf Debian. Ich setze den Link zur Webseite unter das Video. Wer möchte, kann sich das Ganze mal durchlesen. Hier unter Download kann man sich dann die ISO herunterladen. Das Ganze habe ich jetzt schon mal gemacht und starte die in meiner virtuellen Maschine. Ich denke, wie unschwer zu erkennen ist, stammt dieses System aus Amerika. So, der Start ging eigentlich relativ schnell. Ich passe jetzt nur kurz die Auflösung an. Wir haben hier einen XFCE-Desktop vor uns mit einem Installer auf dem Desktop. Dann möchte ich den zuerst mal starten. Wir sehen schon, es handelt sich hierbei um den Calamares-Installer. Klick hier mal auf Weiter. Zeitzone hat er nicht erkannt. Tastatur lassen wir so, Festplatte löschen. Hier nehme ich eine Auslagerungsdatei. Jetzt möchte ich das Ganze mal mit ButterFS als Dateisystem installieren. Darf schon den Benutzer anlegen und wieder ein schweres Passwort vergeben. Dann lasse ich mich hier auch automatisch einloggen, klicke auf Weiter und auf Installieren. So, bis die Installation beendet ist. Jetzt käme mein Spruch wieder mit der Tasse Kaffee oder einem Gläschen Wein. Würde ich sagen, sehen wir uns hier mal an, was vorinstalliert ist. Wir haben unter Spiele einen DOSBox-Emulator und ein Solitärkartenspiel. Grafik, Dokumentenscanner, GIMP ist vorinstalliert, GTAMP als ja, Bildbetrachter, Ristretto aber ebenfalls der Bildbetrachter von XFCE, hier GTAMP der Bildbetrachter von GNOME, dann unter Internet FileZilla, also wer über FTP Daten auf seinen Webbrowser oder für seine Webseite hochladen möchte, sehr schönes Programm, dann Firefox Telegram ist mit vorinstalliert. Unter Multimedia dann einen CD-Ripper, gut, wer es noch hat. Mit Audacious einen einfachen Music Player, Webcam-Tool, dann Video Player, einen einfachen Rekorder für seinen Desktop. Mit SM-Player nochmal einen Videorekorder, Sound-Converter und ein Brennerprogramm. Unter Office, wie ihr unschwer erkennen könnt, für alle, die einen HP-Drucker haben, ist HP Lib schon mal vorinstalliert und LibreOffice ist mit vorinstalliert. Und das System, ich schaue jetzt nur, ob hier etwas Besonderes mit installiert ist, Synaptic und ansonsten eigentlich nur die XFCE-Tools, also hier nichts Außergewöhnliches. GNOME Software ist mit vorinstalliert, Timeshift ist mit vorinstalliert, HTOP ja. Jetzt im Live-System hat das wenig Aussagekraft, was wir hier verbrauchen. Das sehen wir uns dann, denke ich, an nach einem Neustart. So, die Installation ist gleich beendet. Dann setze ich den Haken bei Jetzt neu starten und dann auf Erledigt. So, nach dem ersten Neustart passe ich nochmal kurz die Auflösung an. Haben hier jetzt auch alles auf Deutsch, also das hat funktioniert. Öffne mal kurz das Terminal. Gebe NeoFetch ein, das ist auch vorinstalliert. Wir sehen Debian 12, Kernel 6.1, verbrauchen direkt nach dem Start 877 MB an Arbeitsspeicher, also ja, Debian typisch, schönes Betriebssystem. Hier ist auch kein eigenes Logo vorhanden und verwendet wird eben der XFCE Desktop in der Version 4.18, so wie er auch bei Debian 12 in den Paketquellen vorhanden ist. Jetzt möchte ich kurz ins Startmenü und Timeshift starten, vergebe hier das Passwort, kann hier auch ButterFS auswählen, also das hat wirklich sehr einfach funktioniert und kann hier auch einen Schnappschuss erstellen. Das ist ein kleiner Vorteil Debian gegenüber, wenn man Debian standardmäßig mit ButterFS
installieren möchte, muss man dann doch einiges an Aufwand betreiben, um das hinzubringen. So zum XFCE-Desktop an sich. Hier haben wir jetzt oben das Startmenü, in der Mitte nichts. Dann haben wir rechts zwei Desktop-Umschalter. Ich hatte ja schon erwähnt, dass für HP-Drucker HP-Lib vorinstalliert ist. Ob das immer so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Wer jetzt keinen HP-Drucker hat, hat hier wieder ein Programm, das er erstmal deinstallieren darf. Dann haben wir eben Datum, Uhrzeit und unseren Benutzernamen, mit dem wir uns dann abmelden, herunterfahren oder neu starten können. Unten ebenfalls nochmal eine kleine Leiste mit den Schnellstartern. Das Design an sich gefällt mir hier. Es müsste sich hierbei eigentlich um das Arc, Theme oder Theme oder Thema handeln. Haben wir Erscheinungsbild jawohl Arc Darker und als Symbole wird Papyrus verwendet. Breeze Icon Theme ist mit vorinstalliert. Auch das Breeze GTK Theme ist mit installiert unter XFCE. Sieht eigentlich auch schön aus. Eigentlich das typische KDE-Erscheinungsbild. Mache ich oben die Titelleiste nochmal in hell. Gut, gefällt mir eigentlich. Nur noch mal kurz 10 Wallpaper. Also Wallpaper gibt es nur das eine eigene, der Rest ist von Debian. Wobei mir das Debian Wallpaper auch gefällt. Dann das Whisker-Menü. Größe universal veränderbar. Ja, mir gefällt das System. Ich kann jetzt zwar im ersten Augenblick keinen besonderen Nutzen, wenn ich das mal so sagen darf, erkennen. Es ist ein Debian mit XFCE Desktop. Möchte ich mir nur noch kurz die Paketquellen ansehen, ob hier eventuell eigene verwendet wurden. Öffnen mit Mauspad. Hier haben wir die nicht freien Debian Paketquellen, die Updates. Und auch die Backports sind hier mit eingebunden, das war's dann. Also hier keine eigenen Paketquellen, hier muss man keine Angst haben. Sollte es diesen Anbieter der Distro nicht mehr geben, Debian läuft weiter, gefällt mir auch. Was haltet ihr davon? Bitte schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.